Und jetzt stehen hier bei mir die ersten Mambo-Doppler. Gut, der Georgi ist ja schon allein ein Tanzdoppel. Aber ihr werdet jetzt ein Tanzdoppel zum ersten Mal zu viert getanzt. War das irgendwie anders? Geil war schwierig, super. Lustig war es. Lustig war es. Ich werde euch da jetzt nicht mehr viel mit irgendeiner Gelabere Zeit stellen. Und vor allen Dingen sind wir sowieso mit der Zeit ein bisschen hinten. Deswegen schauen wir uns jetzt gleich, achso, das wollte ich sagen. Ihr habt ja nicht gewusst, wer mit wem tanzt. Nein. Stimmt, ja. Die Überraschung ist euch überbracht worden von unserem Chefchoreografen, dem Ferdinando Kefalo. Ja. Und der hat es euch übermittelt. Und wir schauen jetzt einmal in den Trainingsraum. 7, 8, hallo! Sind wir Doppelpartner? Wunschpaarung, ja? Es war unsere Traumkonstellation. Die haben wir gekriegt, Georgi. Ich freue mich auch riesig. Ihr bekommt etwas aus meiner Heimat. Oh Gott. Und Mambo-Italien. Ja! Ja! Den halt mal. Den hat es mir so richtig. Warum wir brennen. 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben speziellere Figuren eingebaut. Klar ist der Risikofaktor erhöht. Ja, ja. Aber ist wie es ist, wie sagt das Sprichwort schon? No risk, no? Fun. Oder? Nicht fürchten, nicht fürchten, tu die Hände weg, sonst geht's nicht. Wie die Frau, das ist eine Vertrauenssache. Weil ihr, du gibst dich voll irgendwie der ich Hand. Ich muss mich der Hand und dem potenziellen Genickbruch hingeben. Ja. 7 und... Nein, du darfst nicht noch greifen, das ist schlecht. Das habe ich jetzt auch schon gelernt beim Tanzen, wenn immer du runterfallen kannst, sofort Kopf nach vor. Ein bisschen wie ein Kampfsportart manchmal. Greif mit der Hand unter dem Fuß durch. Genau, nimm die Hand, danke. Ich stecke zwischen seine Hoxen drüber. Ich bin wirklich nah. Er hat schon das Make-up von mir da so unten drauf geschmiert. Und das habe ich versucht zum Einziehen. Die nächste ist, die, wo man anläuft, dass ich so quasi ein LKW kommt. Du springst und machst. Ha! Siehst du? Und am Anfang habe ich da noch leichte Hemmungen gehabt, wenn der Georgi so auf mich zukommt und dann den Sprung. Warte mal, ich hab so Angst, wie man das springt. Wir wollen alles holen, was gibt. Was viele Punkte? Halt? Punkte. Na, Punkte. Normalerweise gibt es 100% oder 200%, wenn man zu zweit ist. Jetzt genau. Sind wir zu viert, also gibt es 400%. 400%. Aha. Wir haben's. Wir haben's. Bitte, wir gehen jetzt. Wir kommen in einer halben Stunde wieder. Und ihr kennt es dann. Das ist für Deutsche. Hier der erste Mambo im Tanzdoppel. Hier sind Paar 07, Verena und Florian. Und Paar 08, Georgi und Maria. Gefallen. Maria! Hey, vieni qua! Ja! Oh, andiamo! Mama like a crazy with a hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, don't wanna mozzarella, hey mambo, mambo italiano, dry and enchilada with a fish and bacalao. Hey gumba, allora è il rumba, but take a sound if I spy a sound, or learn how to mambo. If you're gonna be a spayer, we're not gonna win. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go, 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 shake like a tea, you wanna put up as a teacher, you could have been the pizza with a mambo. Italiano.
Für Cenk. So schaut Teamwork aus. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal Mikrofon, bitteschön, nur für den Fall der Fälle. Ich lasse euch einmal atmen, oder? Und fragt direkt die Jury an der Stelle. Liebe Jury, ich will von jedem von euch einen kurzen Kommentar und nicht vergessen, die Show wird bewertet. Ja, sonst wäre das ja jetzt nicht fair in jedem Zusammenhang. Einfach mal sich die Show anschauen. Technik lassen wir jetzt einfach mal unter den Tisch fallen, okay? Fangen wir an jetzt mit dem Thomas. Wie hat dir dieser Mambo gefallen? Also ich fand diese Idee mit dem Table Dance besonders faszinierend. Unsere Jurymänner, ihr habt alle Männer sehr glücklich gemacht, Mädels. Hat ja niemand überrascht, nehme ich an. Und das ist natürlich besonders. Dann natürlich die Genickbruch-Variante ist auch eine Spezialität. Und wie das Ganze so aufgezogen war, habe ich wirklich super gefunden. Danke, Nicole. Ich muss es einfach sagen, weil ich fand es von der Qualität her einfach top. Es war hervorragend von der Qualität. Total in den Boden hineingetanzt. Ihr habt super musikalisch getanzt. Die Choreografie war jetzt nicht so ganz außergewöhnlich für mich. War jetzt nicht so ganz so speziell. Bolasch. Ich müsste, glaube ich, noch einmal die Schlusspose anschauen. Darf ich noch einmal die Schlusspose haben, bitte? Er hat immer noch den Mund offen. Ich brauche ein bisschen Zeit. Na, muss ich Nicole zustimmen. Super getan, super Qualität, mit sehr, sehr viel Feuer rübergebracht. Hättet ihr ein bisschen mehr Spielerei machen können mit der Choreografie? Und das vom Mambo-Weltmeister. Mambo-Weltmeister. Hannes. Nein, ich war sehr überrascht über die synchrone Leistung. Schlusspose haben wir schon gehört, war wunderbar. Aber im Prinzip, im Großen und Ganzen, mir ist es sehr gut gefallen. Dankeschön. Dann schaut ihr mal, wir wollen jetzt natürlich auch wieder Punkte haben, auch für den zweiten Tanz. Und jetzt schauen wir mal, wie mutig sie sind, wenn wir euch einfach davor stehen lassen. Bleibt es bei mir und wir fragen direkt die Punkte. Liebe Jury, ich frage die Punkte ab für diesen Mambo. Thomas. 9. Wow. Nicole. 8. Bolasch. 7. Ja, der muss streng sein. Hannes. Wie kannst du lösen? 8. Auch 8 Punkte. Das sind insgesamt 32 Punkte für jedes Paar. Nochmal oben drauf. Dankeschön und Wiederschauen. Da kann man zufrieden sein.